Hallo und herzlich willkommen. Das ist Ask the Artist zur Ausstellung Erwin Olaf und Heimlich Schön. Sie haben uns Ihre Fragen geschickt und wir stellen sie heute dem Künstler. Thema diesmal der Akt. Da muss man zurückgehen in die 70er Jahre und Anfang der 80er Jahre. Und da war es ganz normal in die Fotografie, um viel Akt zu machen. Und meine große Inspiration war natürlich Robert Mapplethorpe, und er ist bekannt geworden mit an das Akt. Aber auch die Mentalität von den Leuten, mit denen ich ins Nachtleben das Leben feierte, war sehr offen und sehr frei und liberal. So, ich kann mal ein Beispiel machen. Ich hatte das Idee, das ist auch in die Ausstellung, habe ich gehört von einer großen Frau, und sie hat 5 Jungs, weil sie war eine Torfrau, ein Bouncer. Ein Türsteher. Und sie hat 5 Jungs ineinander geschlagen. Und dann dachte ich, na, dann kann sie auch doch einen Jungen über ihren Kopf heben oder einen an den Arm hängen. Und dann hatte ich ihnen angerufen und dann sagte ich, na, das ist meine Idee. Und dann sagt sie, ja, das ist eine gute Idee, aber das gehört natürlich in Akt. Ich soll natürlich nackt sein. Und ich sagte, ja. Und dann haben wir das gemacht. Und da war auch mein bester Freund. Er war Aktmodell auf die Kunstakademie. So, für mich war das Körper, ja, das ist normal, das sagt. Das finde ich interessant. Na, das ist ein anderes Thema, dass ich im Anfang meiner Karriere, wenn ich sehr jung war, ich war natürlich öffentlich schwul und ich feierte das, aber das will nicht sagen, dass ich meine eigene Sexualität akzeptiert hätte, weil ich war auch ängstlich dafür und das muss man untersuchen und ich war auch nicht so zufrieden. Es kann nicht sagen, oh, ich bin schwul und ich finde das auch fabelhaft. Nein, die Mentalität. Und die Befreiung, um meine Eltern zu erzählen, das war fabelhaft. Und meine Freunde und jeder akzeptierte mir. Aber deine eigene Sexualität, das ist auch, wenn man jung ist, muss man suchen. Was finde ich nett oder was finde ich nicht gut? Und deswegen habe ich auch sexuelle Bilder gemacht, weil es war auch, immer ist Fotografie für mich eine Therapie. Und deswegen habe ich auch, ja, sexuelle Bilder gemacht. Aber muss man nachdenken, ich habe niemals Männer fotografiert, ja, 1 oder 2, die ich auch sexuell attraktiv finde. Weil da kann man nicht kritisch sein. Naja, es ist wahr, Werbung und Freiarbeit, sie haben einander beeinflusst in meiner Karriere. Und in die 80er Jahre und 90er Jahre habe ich natürlich kein Photoshop gebraucht, aber eben mit der Serien wie Skin Deep, dann ist da Photoshop introduziert, um temporary ugliness, nicht permanente Schönheitsfehler wegzunehmen. Aber ich muss mal sagen, ja, dass ich immer kritisch auf das Körper bin, aber ich finde es schön, das Licht so zu machen, dass es gut aussieht, weißt du? So wie in der Werbung. Aber ist das Körperbild anders geworden? Also sexueller, schönheitsliebender? Ich finde, wenn ich zurückschaue auf meine Arbeit in die 80er Jahre, finde ich manchmal ein bisschen aggressiv, weißt du, das Akt. Oder nicht genau, was ich erzählen will. Weil ich wollte mal feiern, das Körper und die Haut. Ich finde das unglaublich inspirierend, die Haut von einem Mensch. Und dann sieht man das. Deswegen wollte ich nochmal zurückgehen nach das Körper und mit Skin Deep. Und dann wollte ich es ein bisschen sanfter und lieber haben. Das habe ich versucht.
Ich denke, das ist eine super schöne Frage. Nein, das, da bin ich nicht, nein, das kann man das doch nicht machen. Das, weil dann mache ich mich selber zu groß. Und das will ich nicht. Nein, soll er eine andere Frage. Immer. Ich finde alle Körper, wenn ich ins Studio damit arbeite, dann bin ich nur auf die Suche nach der Schönheit des Körpers. Ich bin nicht, natürlich, das sind immer Sachen, die nicht super schön sind, aber das ist normal, weißt du. Das, so, aber ich bin immer beeindruckt, wenn jemand so lieb ist, sich so, ja, so, so kwetsbar sein wie Frau Lendis zu machen für meine Kamera. Weil ich bin hier hinter die Kamera mit all meiner Lampe und du bist dort allein. Und das ist unglaublich, ja, muss man unglaublich stark sein. Und das bewundere ich. So, deswegen, das nur allein das macht schon, dass ich das Körper schön finde. Man kann sich nicht so gut darauf vorbereiten. Man kann nur denken über die Mentalität, was für eine Emotion will ich mal fotografieren, was ist geschehen oder was geht geschehen. Das kann ich ein bisschen bedenken, aber dann muss das Modell oder die Modellen es übernehmen. Weißt du, das ist improvisieren. Weil man kann nicht sagen, oh, eine ist 10 cm voneinander oder 50 cm. Das entsteht. Und das auch, wie man die Schulter hat, wie das Gesicht, was man denkt. Weil das ist auch wichtig, wie die Augen sind. Das ist am wichtigsten. Man soll es bekommen. Man muss die Person sein. Man muss die Emotion fühlen. Aber das geschieht nur allein auf dem Set. Was ich mir wünsche, dass wir einander akzeptieren, so wie wir sind. Und dass wir weggehen von Internet-Schönheit. Weil das finde ich absolut total verrückt. Das ist zu sexualisiert und zu schön geworden. Wir sollen mal akzeptieren, dass wir alle unsere eigene, weißt du, Schönheit haben. Jetzt bin ich 62 und ich sehe anders aus, als wenn ich 20 war. Aber manchmal bin ich in Hotels, sind immer schlechter, mit großen Spiegeln. Und dann kommt man aus der Toilette und dann sehe ich mich selber und dann denke ich, ei, und dann denke ich, ja, aber ich bin ein Mann von 62. Was wollte ich denn da? Hä? So, dann kann man auch sehen, ja, das bin ich, akzeptiere mich, so wie ich bin. Was ich meine, dass man 120 Kilo essen muss oder so etwas. Man kann, hä, man muss auch ein bisschen lieb für deinen Körper sein. Aber man soll einander akzeptieren, wie man ist.